Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Starzone. Ja, irgendwer wollte meine Track-Einstellung sehen. Das ist alles das, was ich drin habe, ne? So habe ich das hier stehen. Anders habe ich das nicht stehen. Ganz ehrlich. Das sind, glaube ich, Standardeinstellungen. Ich habe das hier, glaube ich, auf Smooth habe ich ein bisschen runtergestellt. Aber sonst ist das alles so wie immer. Bin ich ja ganz ehrlich. Ne? Ich finde, oh, nur bei Track immer wichtig, wenn ich Track starte, setze ich mich hin, wie ich spielen möchte, also in die Spielposition, und dann starte ich das Track und dann hast du doch keine Probleme mit, also so mache ich das immer. Ich weiß ja nicht, wie andere das machen, also, oh, du bist schon ledig, müssen wir gleich umsetzen. Ich wollte eben den Mulcher wieder anstellen. Das ist das Geheimnis, glaube ich, dahinter, ne? Dass man sich hinsetzt, wie wenn man spielen will, und startet dann Track. Und dann passt das eigentlich immer mit Track ER5. Zumindest bei mir. Ich weiß ja nicht, wie es bei anderen ist. So, wo ist mein Schneidwegswagen? Wie ist der noch? Der steht doch da vorne auf der Ecke, ne? So, oh. Na, ist jetzt egal, fliegen wir runter. Fliegen wir unter. Später mal. Wenn man nur Hafer zu dreschen, ne? Wir müssen noch Hafer dreschen. Da müssen wir nämlich jetzt mal hinfahren. So ist der Plan. Hoffentlich finden wir auch den Weg. Achso, ich muss Tom noch fragen, um wegen Mod und. Ah, mach ich gleich. Sieht er nicht mehr? Sind wir schon auf dem Wagen? Ja. Sag mal, meine Konsole spinnt auch in letzter Zeit, ne? Ich hab doch abgehangen. Das wird boah nicht knapp, du. So, wenn ich jetzt mal schneid. Ah, da ist mein Schneidfix. Wann kommen wir da so dran, ne? So vielleicht? Oh, oh, oh. In die Innenansicht. Oh, oh, oh. So. Hier eben so eine Runde über den Ocker gedreht. Die ist mir wichtig, ne? So, zeigen, ne? Posen, oder wie nennt man das? Posen? Ach, keine Ahnung, ist mir zu. Zeigen, was man hat. So, wir müssen zu Feld 16. Alter, nein, wie kommen wir denn da hin? Können wir hier lang prackeln? Mal probieren, wa? Sieht wie ein Weg aus. Probieren wir. Der nicht lang? Hier ist Biomasseheizkraftwerk, ne? Und Dingsbums-Dings da. Oh, hier kann man langfahren. Feldweg, korrekt. Zum Feuer des Tages benutzen wir auch mal den Blinker. Ne, das ist 9. Das ist nicht unsere Ecke. Wir müssen da hinten hin. Da wird einen richtigen Schwung runterkommen, ne? Hier müssen wir hin. Da. Hier beim Vogelaussichtspunkt, den Tom da hingemoddert hat, extra, ne? Hatte der extra hingemoddert? Ich habe schon wieder nicht die AD-Kurse reingemacht, ich voll Pfosten. Ich vergesse es immer wieder, ne? Nee, ich wollte nur vorwärts fahren. Da ist aber auch eine Ecke, du.
Diesen Schneidwegswagen lässt ihr echt bescheiden los, ne? Ist euch das auch schon aufgefallen? Ich würde Stroh gerne häckseln, ne? Haben wir Häckseln an? Aber müssen wir gleich ein CP einstellen, ne? So, dann lasst uns mal gucken, ne? Das ist Feld 16, ne? Erster Wegpunkt, kein Kurs. Feld 16, ne? Richtig? Ja, ich tippe mal schon, ne? Ich sehe gerade gar nichts. Schinkram! CP. Mach mal eben CP-Kurs. Ja, 16. Neuer Ordner. Dreschen. Was war das? 8,2 oder 7? Oh, ich schreibe jetzt nur Dreschen. Ich weiß es nämlich gerade nicht. Hier hin. Strohablage beim Laden. Bleib mal stehen. Strohablage deaktivieren. Dann würde ich sagen, gib mir Schubrakete. Läuft. Neues Feld, neues Glück, oder wie sagt man so schön? Hier ist der Haferdrusch. So, wir brauchen den. Den brauchen wir jetzt gerade. Wir sollten die Wagen mal umhängen oder so, oder? Guck, kein Schlepper frei. Müssen wir eigentlich Stroh pressen. Gar nicht so einfach. Stroh pressen. Schön hier, ne? Ist die Karte von der Supermapper-Family. Habe ich total vergessen, ne? Ich bin heute nicht so gut drauf. Tut mir leid, aber... Die Map kommt von der Supermapper-Family, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst, also... Wir haben einen Ultramapper, eine Supermapper-Family. Was gibt's denn noch alles hier? Hi, da, nein. Helga ist under the way. Die ist so... Leicht irre, oder? Ist das gesehen? Irgendwo muss ja auch gleich mal in den Hof kommen. Hier noch nicht. Hier ist der Schweinehof, ne? Ja. Die Supermapper-Family. Ich muss das Geld noch zurückschreiben, ne? Sollten wir auch mal so langsam machen. Machen wir gleich eben. Hier müssen wir ab. Hier hin. I. Ü. 600.000. Da können wir das auch erledigt, ne? So können wir wirtschaften. Oh, in einem Wagen ist auch noch was drin. Was hier kommt. Das läuft. Gehst du nicht ganz runter, oder was? Gehst du nicht ganz unten, der Wagen, oder? Doch. Täuscht ein wenig. So, jetzt aber feuerfrei hier.
Grasmähen müssen wir auch noch. Ich habe keinen Schlepper dafür, ey. Die ist fleißig an Mulchen. Oder wir hängen eben um. Wir können auch eben umhängen. Vorne hier bis zum Schweinehof, stellen eben die Wagen ab. Worten, ne? Nee, Haar brauchen wir. Ich vergesse es immer wieder, ne? Es ist ein Graus mit mir. Kann der auch mal was tun, der alte Bock hier. Man muss die Bäume morgen ja eigentlich ziehen. Wenn wir die nicht zu voll machen. Aber dann haben wir den Puma frei, ne? Wir brauchen den Puma im Moment. Zum Pressen geht's. Ist schon wichtig, ne? Ist schon wichtig. Ab und zu mal nach vorne gucken ist auch immer ganz wichtig von vorne. Nicht nur hier in der Gegend rumluschern, auch mal nach vorne gucken. Sag ich, muss ich immer wieder sorgen, ne? Ist ganz wichtig. Weil sonst passieren Unfälle. Svenny, du bist ein Bienenpflücker, ne? Du musst noch hier ab, ne? Ich bin gespannt, ob der einmal rumkommt auf der großen Ecke oder ob wir da hinterher brackeln müssen nachher. Bin mir nicht sicher, ey. Das ist echt ein Bombenfeld, ne? Also für die Pferde haben wir, glaube ich, genug Hafer. Wieso wohl nicht so schnell an eine Hungersnot kommen, ne? Du kannst hier eben warten. So, nichts passiert, alle noch am Leben. Läuft der Laden. So, wir hängen die Presse hinter. Wenn der Schlepper sich denn heute noch vorwärts bewegt, ne? Wir wollen Stroh pressen. Wäre ja auch mal echt schicki-feini, wenn das erledigt wäre. Kommen wir nämlich auch mal ein bisschen voran. Und sind nicht nur am Rumdümpeln. Wir müssen hier ab, ne? Presse hatte ich hier hingestellt, ne? Ja, ja, nehmen wir die doch so lange, wa? Dann können wir nämlich später noch Gras mähen. Und eben gucken wir, da ist die für eine Ballengröße drin, ne? Ne, wir wollen die Größe. Zur Abfahrt. Boah. Verkehr müssen wir auch noch wieder anmachen, ne? Ne, machen wir gleich. Ist schön hier, ne? Also ganz ehrlich, da haben die auch einen rausgehauen, ey. Auch hier so mit den Pflanzen und den Unkraut und so. Ich mag das ja, ne? Das macht das alles so ein bisschen lebendig.
Ist meine persönliche Meinung. Kann ja jeder anders sehen, wie er will. Aber das ist meine persönliche Meinung. Das macht schon eine ganze Menge aus auf einer Karte. Bin ich ganz ehrlich. Dann sind wir auch gleich durch, ne? Können wir eben fix pressen? Ja, fix ist auch so eine Sache, ne? Dann wird auch noch ein bisschen dauern, bis das hier runtergedöndelt ist. Aber kriegen wir hin, ne? Erste Bahn müssen wir eh nochmal nachpressen. Wo wir mit der kleinen Ballenpresse lang gefahren sind, mache ich immer. Ist auch besser. Und sonst hast du da so viel liegen, ne? Ist ja auch nicht schön, brauchen wir ja nicht verschenken. Kannst ja nochmal drüber fahren. Kostet nur ein bisschen Diesel und dann hast du das erledigt. Die sind auch in letzter Zeit nur noch in Kläfke, ne? Schlimm. Guck mal, der schickt einen Schlipper da am Worten, wä? Der gefällt mir. Schicke BGO hier, mit 2 CV. Ja, der Nachbar, der hat schon geflüchtet, ne? Der hat's vor. Der hat's richtig vor, du. Guck mal hier, siehst du auch, wie hoch und runter geht, ey. Richtig cool, ne? Richtig cool gemacht. Zieh mal einen Hut davor. Der Vogelaussichtspunkt muss heutzutage haben, ne? Guck mal, so viel ist das schon drinne. Lohnt sich. Muss man nicht alle liegen lassen. Stell mir vor, wir hätten das alle untergegrüttelt. Was können wir, müssen wir flügen? Kein Plan. Müssen wir nochmal Lucky-Lucky machen, ne? Alles kriegst du eh nicht mit, aber einen ganzen Teil nehmen wir so nochmal wieder mit, ne? Oh. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.